Hallo zurück im Küchengarten. Schaut mal, wie schön die Magnolie anfängt hier zu blühen. Das ist immer ein herrliches Schauspiel, ganz zeitig im Frühjahr. Ihr seht mich bewaffnet mit Kelle, Aussaattütchen und dort hinten habe ich auch noch ein paar Töpfe mit Wildstauden stehen, denn ich bin auf dem Weg rüber nach New Bedland. Dort habe ich nämlich einen Flecken, wo ich das alles pflanzen will. Aber genau um das soll es heute in diesem Video gar nicht gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen, wie man hier im Hausgarten möglichst einfach dem immer größer werdenden Druck der Ackerwinde Herr werden kann. Wenn man natürlich einen sehr gepflegten Garten hat und regelmäßig das kleinste Aufkommen dieses doch sehr lästigen Unkrautes in Schach hält, dann ist das ja nicht so das Problem. Aber ich im Speziellen habe ein recht altes Grundstück übernommen und da hat gerade New Bedland war damals schon sehr verwachsen. Wir hatten dort eine ganze Kirschlorbeerhecke drinnen, die wir ja vor ein paar Jahren, das Video verlinke ich euch, zugunsten von neuem Beetplatz herausgerissen haben. Einerseits habe ich dort immer noch das Problem, dass natürlich der Boden nicht besonders nährstoffreich ist. Dort muss ich recht arbeiten daran, dass ich dort überhaupt einen Ertrag habe. Es liegt noch dazu an der Nordseite unseres Grundstücks und da kann man natürlich auch nicht alles pflanzen. Da habe ich aber schon so meine Tricks gefunden und die speziellen Pflanzen, die dort trotzdem wachsen, mache ich auch mal ein Video drüber, verspreche ich euch. Aber es hat sich dort auch blöderweise die Ackerwinde sehr ausgebreitet und ihr wisst, was passiert, wenn sich die Ackerwinde mal ausbreitet. Die kriegt man eigentlich überhaupt nicht mehr los. Ich habe aber so meine Methode entwickelt, die richtig gut funktioniert und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Bevor wir nach hinten zu New Bedland gehen, möchte ich euch gerne hier dieses Spektakel zeigen. Das ist jedes Jahr ein Traum, die Blüte meines Nektarinenbaumes. Da hat es jetzt auch ganz viele Bienen dran. Und er hat natürlich extrem früh so herrlich zu blühen angefangen, da es ja schon so warm ist hier bei uns und es die ganze Zeit recht viel regnet, also ideale Bedingungen. Natürlich auch für den Pilz der Kräuselkrankheit. Da hat er die letzten Jahre immer furchtbar darunter gelitten. Ich hoffe, dieses Jahr wird es besser. Was hilft? Der überwintert ja in den Spitzen, in den Triebspitzen und wenn man sieht, dass es da anfängt, am besten diese Triebspitzen ausbrechen, damit es sich nicht auf den Rest des Baumes übertragen kann. Es ist ja nicht nur die Ackerwinde, die mir hier zu schaffen macht, sondern auch das Fünffingerkraut, das kommt jetzt hier schon überall raus, das vermehrt sich ebenfalls über Ausläufer. Und das ist fast überhaupt nicht mehr wegzukriegen. Es ist wirklich eine Sisyphusarbeit. Ich versuche es im Frühling immer wieder und dann im Laufe des Sommers nimmt es einfach überhand. Und ich freue mich dann wieder auf den Herbst und den Winter, wo es sich zurückzieht. Aber im nächsten Jahr kommt es einfach wieder. Gelucki, du könntest mal lernen, Unkraut fressen. Im Laufe der Zeit haben wir hier in New Bedland die gesamte Länge so behandelt, wie ich es euch jetzt zeigen werde. Hier das letzte Stück, wo mein Mann gerade noch Kartonreste entfernt, kommt jetzt dran. Dieser Teil schaut im Sommer wirklich furchtbar aus, total über und über überwachsen mit der Ackerwinde und dem Fünffingerkraut. Und ich hatte meine rechte Mühe, dass es nicht in die anderen Beete hineinwächst. Der erste Schritt ist nun, dass man hier die verseuchte Erde, da seht ihr zum Beispiel schon ganz viele Wurzeln der Ackerwinde, aushebt. Als Mindestmaß würde ich hier 50 cm empfehlen. Ihr könnt natürlich auch tiefer. Wir haben es hier tiefer gemacht, weil ich plane, eine Ölweide dort reinzusetzen. Und die braucht natürlich etwas Platz in neuer, unverseuchter Erde, um zu wurzeln. Das meiste der verseuchten Erde haben wir hier im neuen Hühnerauslauf verwendet, den wir ja gerade anlegen, um Unebenheiten und Löcher aufzufüllen. Dort stört mich die Ackerwinde überhaupt nicht. Sie begrünt sogar den Auslauf und die Hühner halten sie schön in Schach.
Als nächster Schritt, wie ihr hier im Video seht, wird das ausgehobene Loch sehr sorgfältig mit Karton ausgelegt, wirklich in jeden Winkel und jede Ritze, weil die Ackerwinde schlängelt sich überall durch. Der Karton verrottet ja dann mit der Zeit, aber während dieser Zeit kommt wirklich absolut kein Licht und keine Wurzel durch, wodurch dann die Pflanzen, die Unkräuter absterben. Direkt über den Karton drüber füllt ihr dann den gesamten Bereich wieder mit unverseuchter Erde auf. Wir haben uns aus unserer Kompostanlage Kompost geholt und füllen damit das Loch auf. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang und ihr seht, es gibt einen Kreislauf. Dadurch könnt ihr diesen Bereich dann gleich wieder nutzen. Ihr könnt gleich wieder Pflanzen einpflanzen, denn diese 50 cm mehr brauchen Gemüse oder Nutzpflanzen oder auch Blumen und so Bäumchen im ersten Jahr nicht, um zu wurzeln, um sich zu ernähren. Und deswegen können die dort wunderbar schon anfangen, bis der Karton dann verrottet ist und sie dann auch noch tiefer wurzeln können. Jetzt schaut es hier ja schon super aus, nicht wahr? Ich hoffe, ich habe damit in diesem oberen Bereich eine weitere Brutstätte der Ackerwinde und des Fünffingerkrautes in den Griff bekommen. Meine Ölweide ist gesetzt und jetzt bleibt mir hier die wunderbare Aufgabe, mehrjährige Stauden, einjährige Wildpflanzen einzubringen, damit das hier zusätzlich ein Platz für Befruchter wird. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart, hier bei mir im Küchengarten. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen von diesem Video. Gebt doch dem Video gerne einen Daumen rauf oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft mir und meinem kreativen Schaffen hier auf YouTube wirklich sehr. Ich hoffe, ihr könnt auch so ein strahlendes Wetter genießen wie ich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Mhm.